Und dann ist mir die Aufnahme abgeschmiert. Kleiner Break, willkommen zurück. Du hast nichts verpasst. Wir sind auf dem Weg zu Vault 76 und sind immer noch auf der Route 90. Und das Einzige, was du gerade verpasst hast, ist die Entdeckung der Anchor Farm. Aber kein Problem. Da laufen wir nochmal zurück. Ja, eine neue Folge von 76. Herzlich willkommen und ich bin im Niveau flexibel. Oder auch der kleine Marzipankeks, der jetzt gerade Klebeband gefunden hat. Na gut, da brauchen wir sowieso nichts von. Schauen wir doch mal, ob wir es jetzt in dieser Folge einmal zurück nach Hause schaffen. Und dann endlich, nachdem wir einmal im Kreis gelaufen sind, geht es dann einmal zurück. Und ich dachte gerade, ich hätte vielleicht mal mit dem Stim wegnehmen sollen. Jo, die Befreierkärtchen, die mittlerweile an einem hochspringen, Level 5. Ah, ich glaube, in der ersten Folge habe ich mich ja noch gefragt, was sind das für kleine Roboter und warum sind das so komische Roboter. Ah, der Gedanke jetzt mal, da so ein bisschen Kriegsführung zu machen und die so über dem Kriegsgebiet abzuschmeißen, das ist schon relativ gemeint. Und da ist der das Grünchen. Und wir haben eine Challenge abgeschlossen. Erreiche eine höhere Stufe. Wir sind jetzt dann Level 19. Guck mal, läuft doch vor uns. Die Anchor Farm, wenn ich das richtig gesehen habe im Vorbeiflug. Vorbeiflug, haha. Da kommen wir, glaube ich, nicht rein. Oh, Eichhörnchenbissen. Gerne, gerne. Die Enkelbarme hat eine Rüstungswerkbank. Können wir irgendwas 204 von 210? Nee. Also dieses chronisch überladen sein. Ich kann doch nicht behaupten, dass ich mich da jemals dran gewöhnen werde. Und kurz bevor die Aufnahme zu Ende war, habe ich mich dann noch eben gefragt. Einmal, was ist hier? Nö, doch nichts. Genau, und der letzte Gedanke war, okay, da steht ein Flieger. Und da ist ein Haus. Und da ist ein Berg. Und da ist ein Wasserturm. Und wie soll denn der bitte schon abheben? Und dann habe ich mir die Antwort quasi selber beantwortet, als ich hier ein bisschen weitergegangen bin. Und dachte mir dann, okay, ja, wenn es ein guter Pilot ist und der Baum da vielleicht noch nicht stand. Ja, vielleicht. Das wären also die Sachen gewesen, die wir entdeckt hätten, wenn wir andersrum den Berg runtergegangen wären. Nö. Wodkaflasche, eine Metallrüstung. Gut, die hätten wir vielleicht gefunden, wenn die da. Wenn die immer da liegt. Stellen, während wir hier langlaufen. Nee, das machen wir nicht. Wie gefällt dir Fallout 76 bis jetzt? Schließt du dich der großen Diskussion an, dass das das schlechteste Spiel des Jahres war oder einfach nur vielleicht zu sehr gehypt und dann dafür nicht gut genug? Guckst du das Let's Play, machst du quasi dieses Let's Play mit mir zusammen und denkst dir, naja, komm, so schlimm ist es eigentlich gar nicht und vielleicht nicht ganz für den Vollpreis, ist es auch in Ordnung, das Spiel, oder ist es doch eigentlich ganz nett? Was ist deine Meinung? Ich kann,
wieder auffordern, schreib es gerne in die Kommentare. Ja, zwischenzeitlich haben wir ja ein paar Folgen hinter uns. Wir sind jetzt so an der, ich glaube, an der 50-Folgen-Marke, so müssen wir schon vorbei sein, wenn dieses Video hier erscheint. Am Anfang habe ich einfach die Videos nur aufgeladen über das PlayStation Share System, dann den YouTube-Kanal erstellt und mittlerweile dann auch gedacht, okay, ist ja so ein kleines Thumbnail, das sieht vielleicht doch ein bisschen netter aus, wenn die Folgen einheitlich sind und nicht einfach so ein random Screenshot, den die PlayStation quasi erzeugt, dafür herhalten muss. Und ich hoffe, das kommt an und das gefällt. Ich habe mich natürlich jetzt am Anfang dieses Kanals sehr auf Fallout 76 gestürzt und darunter musste das eigentlich parallel angefangene Let's Play Again von Detroit Become Human ein bisschen leiden, aber da müssten mittlerweile auch so ein paar Folgen wieder mehr entstanden sein. Es ist einfach manchmal unglaublich schwer, sich dann doch auf zwei Spiele zu konzentrieren, und wenn man dann eben, was ich schon ein paar Mal betont habe, wenn das so ein kleines Freizeitprojekt ist, dann kannst du nicht zwei Spiele parallel spielen oder drei oder vier und dann noch nebenbei arbeiten gehen und irgendwie ein reales Leben haben. Nee, da ist nichts. Und wenn es mal zu kleinen Verzögerungen kommt, bitte ich das zu entschuldigen. Ich glaube, Fallout ist jetzt mittlerweile doch schon so groß, wie gesagt, über 50 Folgen müssen das jetzt sein, dass man da doch verschmerzen kann, wenn da mal einmal eine Folge ausfällt. Ein paar verbrannte. Nee, den Revolver kannst du auch behalten. Bleib dabei, mit so einem Panzer rumfahren, das wäre toll. Naja. Und schau mal, wir sind wieder da. Na du? Und ich haue immer noch daneben. Mein Gott. Aufrennendes Wasser nehme ich genug und die Patrone auch. Da bist du? Ja, ja, ich komme schon. Die Responder-Leiche. Fangen wir mal mit dir an. Ich wollte dir noch mal zeigen. So, den Stahlschrott kannst du behalten. Da ist noch einer und auf der Treppe auch, hab ihn gesehen. Na komm, gib mir uns her. Trau dich. So. Ja, das mit dem ganzen Schrott sammeln. Was das angeht, was das Bauen angeht, tatsächlich bin ich ein bisschen enttäuscht von dem Spiel. Dass man einfach sammelt und die Box ist voll und du verwertest halt deine Sachen und du läufst voll rum. Du kannst nicht immer mehr tragen. Also ich weiß nicht, ob wir Stärke unendlich skillen können oder nicht. Und wofür eigentlich? Also ne, ich baue dann mir eine kleine Hütte mit gerade mal vier Wänden und einem Dach und einer Werkbank drin und vielleicht noch ein Poster an die Wand. Und dann sagt ihm einfach, ist voll. Großer Kritikpunkt, muss ich ganz ehrlich sagen, also meinerseits. Und ich habe letztens wieder eine große Diskussion auf dem Kanal des größten Let's Players YouTubers Gronkh gesehen. Und er sagt natürlich auch auf der einen Seite, das Team von Bethesda in Deutschland macht eine tolle Arbeit, das kann ich bestätigen, ich war auch auf Gamescom und fühlte mich da auch von den Jungs und Mädels, die das gemacht haben, richtig gut betroffen. Auch den großen YouTuber, den triffst du ja nicht mal eben so, sondern musst da ja schon ein bisschen warten. Ach, du bist wieder da oben. Und ich habe mich sehr auf Fallout 76 gefreut, weil ich wirklich Fallout 4 sehr gerne auch gespielt habe. Es gibt natürlich die Hardcore-Fans der Fallout 3, die sagen, ja, New Vegas ist der letzte einzigartige Teil oder alles nach Fallout 3 mit dem neuen Entwicklerteam Bethesda. Kannst du vergessen, und
Gehe ich nicht ganz mit. Also wie gesagt, Fallout 4, da hat man gemerkt, dass da jahrelange Arbeit drin steckt. Kannst du auch mal halten. Und also wie gesagt, ich habe Fallout 4 sehr, sehr, sehr gerne gespielt. Mit den kleinen Macken, die es hatte. Aber ich mochte es. Ach, unser altes Zuhause. Unser Bett. Unsere Dusche. Lass mich rein. Ja, kriege ich noch eine Kleinigkeit. Und Fallout 76, klar, hat nicht das Level erreicht, was Fallout 4 hatte. Da muss man fairerweise sagen, das ist einfach so. Und ich persönlich sehe Fallout 76 so als so ein bisschen DLC. Es macht sehr Spaß, sehr viel Spaß hier rumzulaufen. Die Geschichten sind neu, das mag ich. Es sind vertraute Synchronstimmen, die das eingesprochen haben. Man hat schon gemerkt, dass hier Arbeit reingesteckt wurde in das Spiel. Und auch gerade die Map, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, die Map ist komplett neu, sie ist riesengroß, man entdeckt viel. Und hätte man das einfach nicht immer wieder nur mit Verbrannten und mit Supermutanten und mit so ein paar Mr. Handys, die einem da begegnen, gespickt. Ich glaube, das hätte ein großes Fallout 5 werden können. Und okay, das hat man dann versaut. Aber ansonsten, wie gesagt, mag ich das Spiel. Gucken, zoomen wir noch mal ein bisschen raus. Und im Prinzip, was hast du bis jetzt gesehen? Wir sind hier runtergegangen, waren hier, sind dann da raufgegangen, haben den kleinen Freddy gesucht, sind dann hier oben, bis hier oben gekommen und sind jetzt wieder da. Und das ist halt nur ein kleiner Teilbereich dieser Karte. Aber hier, den ganzen Osten haben wir noch nicht bereist. Also mal abgesehen hier vom Palast des verschlungenen Pfades. Hier waren wir noch nicht. Hier unten waren wir noch nicht. Da, wo immer die ganzen Atombomben entstanden. Hier waren wir noch nicht. Und auch hier kommen wir jetzt demnächst hin, aber hier waren wir auch noch nicht. Schauen wir mal kurz, welches Event gerade da läuft. Ist das wieder Speisung der Hungrigen? Das lassen wir mal. Jo. Ich habe das seit vielen, vielen, vielen Folgen angesprochen und versprochen vor allen Dingen. Wir werden jetzt noch mal kurz hier Richtung Leuchtturm gehen, weil der fehlt uns noch. Und was uns ja auch noch fehlt, ist hier das Mothman Museum. Das heißt, wir einen kurzen Abstecher hier und dann gleich hier so quer rüber. Vielleicht machen wir das auch tatsächlich erst ein bisschen später. Und dann geht es tatsächlich und wirklich und ehrlich Richtung Süden. Gut, verlieren wir keine Zeit. Ich glaube, da wird uns unten in der Leiste dieser kleine Leuchtturm schon angezeigt. Gehen wir einfach mal in die Richtung. Was wäre passiert, wenn wir nicht dem Weg gefolgt wären, sondern einfach hier sofort querfeld eingegangen? Wir wären auf dieses Lagerfeuer zugekommen oder was immer. Hier, was ist denn das? Was ist denn? Was bist du denn? Ein Dornbusch und eine Kerze. Ein paar Skelette. Ja, das ist genau das, was ich meine. Das sind so kleine, liebevolle Details, die im Spiel eingebaut sind. Weil 95% kommen da raus und laufen dann da runter. Das, was wir hier auch gemacht haben. Und wenn du einfach nur ein kleines bisschen davon abweichst und nur ein bisschen weggehst von dem natürlichen Pfad, dann entdeckst du sehr schnell hier sowas. Und ihn hier. Was bist du denn? Eine Kultistenleiche. Ah, okay. Und natürlich auch an dieser Stelle die Waren, die Raider, die wirklichen Kultisten. Kinder des Lichts oder so war das, ne? Oder Kinder des Atoms. Oder eben einen richtigen Vertibird, nicht ein Vertibot von der stellenden Bruderschaft, sondern vielleicht wirklich mal die stellende Bruderschaft. Kann man nur immer wieder wiederholen, ein paar NPCs hätten diesem Spiel so viel Größe gegeben. So unglaublich viel Größe. Und dann werden die Kritikpunkte vielleicht auch weniger gewesen. Also
so ein Spiel mit NPCs oder was vielleicht nicht ganz so groß gewesen wäre wie Fallout 4 oder vielleicht auch nicht so vertont wie Fallout 4, aber einfach nur diesen Multiplayer-Modus und ein paar NPCs. Ich weiß, hätte. Fahrradkette. Die müssen doch eigentlich noch nicht so groß sein. 10, auf 10. 10 Arm! Mit Level 10 können wir uns anlegen und das war ja schon der Chef hier. Und das Redaway kannst du haben. Wir sind noch bei 204 von 210. Alles klar. Und du kannst sagen, was du willst. Toiletten gibt es in diesem Spiel, weiß Gott, genug. Leider nur Klumpskulos, aber es gibt sie. Na, was haben wir hier? Eine Baseballgranate. Auch da wiederhole ich mich jetzt sowas. Nehme ich ernsthaft nicht mehr mit. Wenn wir aus irgendwelchen Gründen weiterbauen und mehr bauen können, vor allen Dingen. Und wenn wir dann merken, okay, uns fehlt was, wir brauchen heute etwas. Kein Kampf. Geräusch. Licht ausmachen wollte ich. So. Dann werden wir wieder sammeln. Mensch, wir spielen. Und auch das verstehe ich. Wir treffen ihn. Wir sind nicht so weit weg. Wir sollen eine Reichweite von 216 haben. Was ist das hier für eine Distanz? Ganz ehrlich. Ich kann verstehen, dass das Spiel vielleicht so ein paar Millisekunden braucht oder so, vielleicht sogar eine Sekunde, um zu berechnen, dass wir Schaden gemacht haben, aber. Und du hörst an meinem Reden, es ist ein. Für mich ist das ein 50-50-Ding. Also wirklich, auf der einen Seite ist das Spiel wirklich. Boah, Jeng ist der Mond dafür bloß nicht. Das Spiel ist wirklich gut geworden auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt nicht. Und wenn man das so differenziert sieht und auch ein bisschen Abstand sieht oder ein bisschen neutral sieht und sagt, okay, es soll mich ja unterhalten. Und wenn es das auf eine andere Art nicht tut, dann, naja, dann ist das halt so. Und ich entscheide irgendwann, spiele ich weiter oder spiele ich nicht weiter. Und soweit kann ich das jetzt von mir schon behaupten, dass ich sage, ich spiele weiter, weil. Diese Raider-Notiz, die habe ich noch nicht gelesen. Hey, ihr Penner. Ihr wollt den Tresor? Kein Problem. Wir haben den Schlüssel vom Balkon geworfen und als ihr hochkamt, ist direkt auf dem Scheißhaus da draußen gelandet. Bin mir ziemlich sicher, dass ihr wandelnden Betonfertigteile nicht lesen könnt. Also viel Glück, ihr Arschlöcher. Verlassen. Ernsthaft? Und siehst du, das ist auch so ein kleines Detail, was man jetzt gleichzeitig verflucht und gleichzeitig irgendwie cool findet. Ne? Also eigentlich möchte man diesen Turm nur einmal erklimmen und wir wissen genau, dass wir irgend so ein unnütziges Zeug da finden werden. Aber jetzt laufen wir erstmal runter und kümmern uns um die Kollegen hier. Und dann suchen wir diesen Schlüssel. Wir können. Du verlieren! Vielleicht machen wir das auch einfach dann in der nächsten Folge. Aber wir werden es tun und dann spielen wir weiter. 50 Folgen und immer noch so Noob wie am Anfang, das ist doch auch schön. Egal, bis gleich. Dich knöpfe ich mir gleich noch vor, da brauchst du gar nicht so zu gucken. Okay.